Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Ich begrüße euch. Boah, ich habe hier einen Schatten. Ja, nee, ich habe hier einen Schatten. Aber ist egal. Ich habe gestern wieder hier meine Millions versucht wegzumachen ein bisschen. Ach, anderes Thema. Blödsinn hier. So. Ja, willkommen auf meinem Kanal und willkommen zum nächsten Video von mir. Ich habe nämlich wieder ein Körbchen gefüllt. Das ist hier. Und es geht ja um die Reihe 3 Jahre YouTube. Ich mache jetzt 3 Jahre YouTube, etwas über 3 Jahre. Und es ist einiges hier eingezogen in diesem Zimmer, was mal eine Rumpelkammer eigentlich war. Und das ist schon hier Museum geworden. Ich muss anbauen. Ich muss definitiv hier anbauen. Also hier soll, glaube ich, noch so ein kleiner Schrank hin. Ich habe jetzt was beim Lidl oder Aldi gesehen, was mir gefallen hat. Ich muss mal gucken. So, ich mache weiter mit der nächsten Reihe. Und die ist von Rival de Loop. Rival de Loop. Mhm. Ja, Rival de Loop hat nicht so viele Sachen. Also ich habe nicht so viele Sachen von Rival de Loop. Wartet mal eben einen Moment. So, da bin ich wieder. Ich hatte nämlich was vergessen, was nämlich in meiner Limited Edition Box war. Ja. Und da wollen wir jetzt einfach mal gucken. Oder? Da gucken wir jetzt einfach mal. Ich muss echt sagen, Rival de Loop habe ich nicht so viel. Ich habe mehr Rival Loves Me. Wahrscheinlich, weil die irgendwie, glaube ich, mehr auf den Markt bringen. Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall hier mein Körbchen gefüllt. Es ist nicht jede Mascara da drin. Nämlich davon habe ich viele. Ich kriege einen kalten Pöppis. Davon habe ich viele von Rival de Loop und Rival Loves Me. Und also es sind jetzt wirklich hier drin Highlighter. Ich habe es immer in der Infobox stehen, was jetzt so dabei ist. Highlighter, Paletten, Sprays etc. pp. Also wir fangen jetzt einfach mal an. Ich ziehe einfach raus und ja, wir haben hier einen Highlighter, den ich mega geil finde. Mega geil. Also Rival de Loop, ne? Muss ich eigentlich nochmal sagen. With Pleasure Highlighter. Also das war ein absolutes Träumchen und das ist ein absolutes Träumchen. Ich finde den sowas von geil. Der ist intensiv. Der hat natürlich so einen leichten lila Stich, aber wow. Der ist da, der knallt und der knallt dich weg. Und mir juckt die Brust. Mein Gott, ey, hallo, willkommen hier bei mir. Also ich finde den mega, mega, mega toll. Und deswegen wird er auch in meiner Sammlung bleiben, weil das ist auch so ein bisschen immer so deklattermäßig gucken. Einfach mal hier durch meine Sammlung gehen. Aber den hier, no. Einer mit der besten Highlighter, die ich habe. Yes, 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 baby. Hoho. So, wir kommen zum nächsten. Ja, da weiß ich noch nicht. Ich weiß nicht, ob das noch gut ist. Ich schüttel das mal eben. Das ist das Rival de Loop Illuminating Face Öl 2-in-1 Glow and Care. Tja. Obwohl, das ist halt Glow, ne? Aber das sieht mir schon so ein bisschen... Nee, das ist ausgefloppt. Ich glaube, das muss mich jetzt mal verlassen, weil diese 12 Monate, die jetzt zum Beispiel hier draufstehen, ne, die hat man nicht... Oh, da halt hält man sich jetzt auch nicht so oft dran, ne? Mein Gott, was ist denn hier los? Anna-Marie, hat mich was gestochen oder was? Nee, da kann man sehen, glaube ich, wie das so ausflockt, ne? Nee, das wird mal ins Aufgebrauch kommen. Das, nee, das wollen wir nicht mehr. Aber das, ja, ganz schönes Öl. Ich weiß es nicht. Riecht auch nicht mehr so toll. Gut, dann kommt es weg. Ultimating Face Öl. Ich weiß auch nicht, warum ich das dann gekauft habe überhaupt. Ich habe keine Ahnung. So, wir haben hier noch was. Den Brilliant Crush Rouge und Highlighter. Ja, da bin ich auch am überlegen, ob der gehen muss. Weil, also, das ist der Blush, ne? Das ist nichts. Also auf jeden Fall nicht für mich. Den siehst du ja fast gar nicht. Und der hat so gar keinen Unterschied zum Highlighter. Der Highlighter ist schön. Ist aber auch ein bisschen trocken. Ja, das ist jetzt... Nee, also da habe ich welche, die mehr Kaboom machen. Das wird mal weiter wandern. Ja, das wird mal weiter wandern. Aber so ist es nun mal. Ne? Das muss mich auch mal wieder was verlassen. So, wir kommen mal zu einer Palette. Und zwar diese Brightside Eyeshadow Palette von Rival de Loop.
Ja, eine schöne Palette. Die hat, wie viel Farben? 24 Töne. Also da kannst du jetzt nicht meckern, ne? Da ist für jeden auch was dabei. Jo. Also an für sich wirklich eine schöne Palette. Aber da ich ja wirklich auch mal so ein bisschen Platz schaffen möchte, denke ich mal, wird die mich auch verlassen. Ihr werdet sehen, entweder ist es wirklich eben aufgebraucht. Nee, aufgebraucht nicht. Entweder kommt es ins Trashy oder wer kann es gebrauchen? Also, und wenn die Sachen vom Trashy wieder zurückkommen, dann mache ich ja eh nochmal eine extra Verlosung. Ne? Also, die ja, wird dann auch mal mich verlassen. Ist das hier eher ein Deklatter? Sieht schon so aus, ne? Ja, das wird mich nicht verlassen, weil ich das sehr schön finde von Rival de Loop, den Primer und das Primer und Fixing Spray für langanhaltendes Make-up. Jo, das steht da immer in meiner Fixing Spray Abteilung, wo doch so einige stehen. Ich weiß ja auch nicht, wo das immer alle herkommen, ne? Ja, sowas ist auch mal in der Amazon Restpostbox. Ja, ich weiß gar nicht, wo der Doppen ist. Naja, aber es funktioniert. Es funktioniert. So. Wieder eine Lidschattenpalette von Rival de Loop. Ja, ich denke, das wird die nächste sein, die gehen muss. Pure Eyeshadow Palette, die ist mir einfach zu öd. Die ist mir einfach irgendwie zu öd. Ja, von der Pure Abteilung habe ich, glaube ich, mir den Highlighter auch schon ausgemistet. Vegan, 90% Inhaltsstoffe, natürlich ein Ursprungs, ist natürlich super. Und ich glaube, für 80% der Gesellschaft da draußen auch die perfekte Palette. Mir macht das jetzt nicht so mit langen Fändchen, da kann ich drüber stehen. Aber ich habe halt diese Farben auch in Essence und Catrice Paletten, die für mich besser sind. Nein! Nein! Es ist im Moment sehr, sehr nervig, ne? Sehr nervig, kann ich dazu nur sagen. Weil ständig hier Handyanbieter anrufen. Boah, das nervt mich einfach nur noch, ey. Morgens schon. So, also die wird mich auch verlassen. Aber es ist eine schöne Palette, ne? Und die funktioniert auch. Ja. Dann haben wir hier einen Highlighter, einen Creamy Highlighter von Rival de Loop, dem Bright Look. Ja, ist auch ein bisschen schwierig, ne? Das ist nämlich sehr, sehr gülden. Sehr, sehr gülden. Habe ich aber auch schon ein paar Mal gebraucht. Riecht aber auch noch gut, aber boah. Ja, manchmal weiß man nicht, das war so in meiner Anfangszeit wirklich von YouTube, warum man sich so manche Sachen kauft, ne? Wenn man es dann eh nicht, aber ich finde, das merkt man erst so, wenn man so richtig in diese Materie drin ist. Ich habe mich ja vorher so nur ein bisschen geschminkt, nicht so mit Highlighter, dies, das, Ananas. Und dann merkt man einfach, dass man nicht so auf diesen dunklen, güldenen steht. Ne? Ja, und deswegen darf der mich auch verlassen. Oh, ist ein bisschen fadenscheinig hier. Es wird ein bisschen öd. Ja, das finde ich sehr gut. Das wird bei mir bleiben. Ich schüttel das mal. Das ist nämlich dieses Rival de Loop Sunset Lover Serum Skin Tint mit Multivitaminkomplex. Also das ist, finde ich, ideal auch für den Sommer. Ja, das getönte Serum war eint Hautpflege und Make-up in nur einen Step. Also das finde ich echt eine super Idee. Deswegen jetzt bei mir bleiben. Ist auch ein schöner Flakon, wollte ich jetzt schon sagen. Schönes Behältnis. Schön aus Glas. Also da kannst du nicht meckern. Wir machen hier mal was auf meinem Handrücken, damit ihr das so sehen könnt. Und lässt sich aber auch super einarbeiten. Klar, ist natürlich etwas flüssiger wegen Serum, ne? Aber du hast wirklich hier eine gute Deckkraft. Also, da kann jetzt keiner meckern. Die kann jetzt keiner meckern, ist so. So, jetzt mal sauber machen hier. Da bin ich voll mit zufrieden und ja, das darf wieder in meine Schublade rein. Ja, eine andere Lidschattenpalette, ja, da kann ich mich absolut nicht von trennen, weil die einfach so von außen so schon schön ist. Komm. Ja, Rival de Loop Aqua Lagoon Eyeshadow Palette. Ich weiß nicht, warum ich jedes Mal Rival de Loop sage. Guckt mal da. Ja, da ist man einfach Opfer, ne? Ja, da bin ich. Würdest du sagen. Ist aber auch eine schöne Palette. Ist aber auch wirklich eine richtig schöne Palette. Ich mag ja Blau sowieso auf dem Auge und diese Mischung Braun und Blau ist echt toll. Ja. Guck mal, darf auch meine Lidschattenpalette da bleiben. Halleluja.
Halleluja. So, als nächstes, ja, der war auch der Hammer. Aqua Lagoon Baked Blush. Also da muss ich echt sagen, Baked Blusher, ich benutze den als Highlighter, definitiv, ne? Da gehst du jetzt einmal so rein und dann hast du hier so ein, ja, so ein rosa, ich weiß gar nicht, ob man so gut erkennen kann. Der hat jetzt nicht so viel Power wie der eine da hinten, aber der hat so einen schönen rosa Touch und lässt sich auch gut verblenden und ja, einfach für mich ein Highlighter. Es geht weiter. Weiter, weiter, immer weiter. Ja, das fand ich auch genial. Das fand ich auch genial. Into the Jungle Magic Make-up Mousse. Das war ja dieses Dupe zu M.A.S.A. Magic Finish. Mega. Mega tolles Teil. Alles schon ausprobiert. Finde ich echt klasse. Und funktioniert genauso wie es M.A.S.A. Ne? Nur ein günstiger. Deswegen darf es natürlich auch bei mir bleiben. Man fühlt sich auch irgendwie freier, wenn man mal so ein bisschen ausmistet, ne? Ja, Rival de Loop Cosmical Mood Eyeshadow Palette war auch eine Limited Edition. Obwohl eigentlich immer alles Limited Editions sind, die ich hier habe von Rival de Loop. Ja, eine schöne Palette, eine schöne bunte Palette. Juhu, so pastellig. Dieser Ton hier vorne, den musst du halt so ein bisschen am besten kleben. Aber so funktioniert die ganz gut, weil sonst hätte ich sie wahrscheinlich schon ausgemustert, wenn sie nicht funktioniert hätte. Schönen kleinen Spiegel dabei. Passt. Wackelt, hat Luft. So, den habe ich noch gar nicht getestet. Das ist nämlich der Follow the Sun Highlighter Stick. Den habe ich noch nicht getestet. Ja. Der muss demnächst in mein Limited Edition Video. Das ist dieser hier. Ne? Ist so ein bisschen gülden angehaucht. Ist aber noch vollkommen okay mit Gold. Also wir haben ja wirklich so Gold, wo du dann so denkst, oh Gott, aber das ist so ein Gold, das ist okay. Obwohl ich jetzt wirklich, glaube ich, fast alle meine Sticks und so aussortiert habe. Aber wir probieren den natürlich dann nochmal aus. Oder wir probieren den überhaupt mal aus. Passend dazu habe ich nämlich die Eyeshadow Palette. Die habe ich nämlich jetzt aus meinem Körbchen, Limited Edition Körbchen geholt. Das ist die Follow the Sun Eyeshadow Palette. Machen wir mal die Klebis hier ab. Ja, wie man sehen kann, sieht man nichts. Ich habe die noch nicht gebraucht. 9 schöne Farben. Jo. Also, wenn wahrscheinlich so nicht diese beiden Grünfarben da drin gewesen wären und Flieder und Blau, hätte ich sie mir wahrscheinlich auch gar nicht gekauft gehabt. Jo. Ich finde sie recht schön. Ich bin mal gespannt, wie der Look wird. Und dann können wir immer noch bestimmen, bleibt sie oder muss sie gehen. Ich probiere einfach so gerne Limited Editions aus. Ich kann da nicht anders. Ich bin da einfach ein Opfer. Ja. Weil du hast da manchmal echt boom, solche Schätzchen dabei, die so funktionieren. Das ist auch mega geil. Und dann hast du aber wirklich was so, wo du denkst, das ist noch nicht mal ein Euro wert. Ja, ist so. So, wir haben hier die nächste von Rival de Loop, die Starry Sky Eyeshadow Palette. Und das ist jetzt eine mit länglichem Fändchen. Die habe ich nämlich geschenkt bekommen. Ja, die war dann natürlich auch schon gebraucht. Aber so sieht sie aus und ich finde sie recht schön. Damit kannst du schöne Smoky Eyes schminken und halt so etwas dunklere Looks, auch mit diesem Rot hier, ne? Ich halte sie mal ein bisschen näher ran. Ja, so sieht sie aus. Der Pinsel, der war dabei. Das finde ich natürlich genial, ne? Wenn so ein Pinsel dabei ist, den du auch gebrauchen kannst. Und ja, die wird auf jeden Fall in meiner Sammlung bleiben. Genau. Ich lasse es mal hier liegen. Ich habe mir da noch was runterplumpst. Ja, dann habe ich einen Blush hier. Da bin ich noch, weiß ich noch nicht. Bright Look Rival de Loop Blush. Ja, das war auch ein bisschen, ne? Ich muss den nochmal swatchen. Ah, doch. Dich sieht man. Ich war jetzt irgendwie der Meinung, dich wird man nicht vernünftig sehen. Aber doch, dich sieht man. Deswegen darfst du in meiner Sammlung bleiben. Ich dachte schon. Das war mir irgendwie so komisch. Das ist nichts. Aber doch. Du darfst bleiben. So, dann haben wir auch was aus dieser Follow the Sun Reihe. Das hat mich irgendwie total fasziniert.
Deswegen habe ich es mitgenommen. Ich weiß nicht warum. Glow Spray. Das Glow Spray. Das nehmen wir dann natürlich auch in der Limited Edition. Ja, 20 cm Entfernung. Sollen wir machen? Oh. Wahrscheinlich glowst du überall dann. Erfrischend ist es auf jeden Fall. Jetzt muss ich mal eben in meinen Spiegel gucken, was er tut. Oh, yo. Oh, yo. Wow. Oh. Kann mal einer sagen, dass mein Lippenstift ausläuft? Mein Lipgloss. Ich ferkel. Und so mache ich ein Video. Na, herzlichen Glückwunsch. Ha. Hm. Also, ein schönes Spray. Das riecht auch gut und macht dir echt einen Glow ins Gesicht. Ja. Hallöchen, Popöchen. Danke für die Ruhe da draußen. Herrlich. Da war ich Opfer. Die kann nur bleiben. Die With Pleasure Eyeshadow Palette, die hat einfach diese... Ja. Da war ich Opfer. Ich glaube, wenn die normale Pfännchen gehabt hätte, hätte ich sie mir wahrscheinlich gar nicht geholt. Aber da das wirklich mal was anderes ist, von der Anordnung, von der Form, musste die einfach damals mit. Ja. Ich finde sie aber auch recht schön. Die funktioniert ganz gut. Schöne Fliedertöne sind da schön drin. Schöne Brauntöne. Kannst du nichts verkehrt machen mit. Jo, jetzt haben wir noch einen Highlighter. Da bin ich... Der Riva de Loup Liquid Highlighter in der Farbe 01 Rose. Ich benutze einfach zu selten auch Liquid Highlighter. Deswegen, ich glaube, der wird auch mal weiter wandern. Ich habe den gebraucht. So ist es nicht. Man sieht es auch. Man kann auch diese Liquid Highlighter schön unter der Foundation mischen. Vielleicht mal so ein Tropfen, aber das reicht dann auch. Aber der darf dann auch mal weiter wandern. So, dann habe ich hier von, ja, von Riva de Loup, es reicht dann. Foundation Stick mit Pflegekern. Den finde ich recht gut. Ja, den finde ich recht gut. Der hat wirklich so einen Pflegekern. Der riecht auch noch gut. Also, das ist, ich mag so Foundation Sticks. Ich habe so einen teuren von Unique, aber auch der taucht. Alter, ich glaube, ich habe noch gar keine Reihe gemacht mit Revolution. Das wird dann mehrteilig. Da muss ich mir noch aufschreiben. Also der wird auch bleiben. Ja, dann haben wir noch drei Sachen hier, was ich auch sehr gut fand. Ist nämlich Riva de Loup Make-up. Ich kann es nicht ändern, Leute. Ich sage es immer wieder. Ja, das ist das Kollagen-Make-up. Ebenmäßiges Finish, optische Perfektionierung mit Soft-Touch-Effekt in der Farbe 01 Natural Porcelain. Also in der hellsten Farbe. Und habe ich auch schon getestet. Fand ich auch richtig gut. Ist so ein bisschen dickflüssig. Das kann man sehen. Und ja. Also lässt sich auch gut verteilen. Und das ist so ein leichten Ton auf dem Gesicht. Ne? Das reicht ja auch manchmal. Gerade so im Hochsommer. Obwohl im Hochsommer benutze ich fast gar kein Make-up. Weil wenn das einfach alles zu lach ist, ne? Das fließt dir so weg. So, die letzten zwei machen wir gleich. So, da bin ich wieder. Und jetzt kommen wir hier noch zu einem ja, Highlighter und Bronzer von Sunset oder von der Reihe Sunset Lover. Ist auch ein bisschen schwierig, ne? Ja, weil das nun mal ein Bronzer ist, der sehr... Boah, nee, guck mal da. Also da schimmerst du aber... Ne? Und der Highlighter ist schön. Also der Highlighter ist schön, da kannst du nichts sagen. Der ist super. Ja, ich glaube schon, dass ich das behalten werde, weil ich den Highlighter mag. Ja. Highlighter mag. Ich den Bronzer aber, glaube ich, nicht benutzen würde, weil der mir einfach too much ist. Der ist too much mit Schimmer. Ja, matte Bronzer sind dann nun schon eher so etwas. So, und jetzt kommen wir zur letzten Palette von Riva de Loup. Brilliant Crush Eyeshadow Palette. Das ist diese hier. Die hat auch längliche Fännchen, hat auch einen Pinsel dabei. Die fand ich sehr, sehr ansprechend. Sehr, sehr geil. Pinsel wieder dabei. Also das waren so, sind so meine Töne, ne? Und manche sind so richtig schön. Ach, guckt euch mal den hier an. Der ist schon geil, ne? Mal den mal swatchen. Das ist so ein, eigentlich so ein bisschen ein Topper. Aber guckt euch den mal an. Oh! Ja, läuft.
Dit läuft, dit läuft. Also, ach, schön. Schön, schön und schön. So, das war meine Rival Deluxe Sammlung. Nicht groß, klein, aber fein und sie ist jetzt noch kleiner geworden. Ja, was soll ich sagen? Jetzt müssen mich ein paar Dinge verlassen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Produkte werden mich verlassen. Tja, da brauche ich jetzt nicht nochmal ein Video machen mit, ich habe das rausgemacht und bliblablub. Die gehen einfach mal weiter. Ihr werdet es früher oder später sehen, wohin und warum und tralala. So, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und bin hier voller Tesafilm. Sage schönen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht. Und ja, würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Also bis dann, ich werde das Körbchen wieder neu befüllen. Jetzt sind nämlich noch so einige Sparten, die gezeigt werden möchten. Also bis demnächst. Ciao.